Hallo Leute, willkommen zurück zum K-Mechanik Simulator. Jo, weiter geht's. Wir sind bei der Order Nummer 41. So, wir sollen den Fehler finden und die Ursache reparieren oder ja, entfernen. Er kann es nicht glauben, wie viele Probleme er mit diesem Auto hat. Dass der Motor stoppt einfach mal so unmotiviert. Oh, ist nicht zuverlässig. Das kann jetzt an gewissen Dingen liegen. Schauen wir mal, woran es liegen könnte. An der Batterie liegt es nicht. So, habe schon lange nicht mehr gespielt, man merkt es. So, das wollte ich. So, das kann natürlich wieder mal an die Zündinge liegen. 10%, naja, schaut schon mal kaputt aus. Und auch das Ignition-Modul ist kaputt. Dann schauen wir uns mal die Zündkerzen an. Oder auch nicht. Wenn es uns das Spiel lassen würde, wäre das sehr nett. Komm, also die Steuerung ist mir echt abgegangen. Dieses pixelgenaue Klicken, das nervt schon ein bisschen gewaltig. So, die Kerzen sind okay. Da wir aber einen Sechszylinder haben, müssen wir das Ganze natürlich auch wieder auf der Rückseite machen. Irgendwie habe ich ein dezentes Déjà-vu-Erlebnis. Ich hoffe nicht, dass wir das schon gemacht haben. Ich glaube nicht, ich glaube, wir haben das letzte Mal nur durchgelesen. Bin mir aber nicht sicher. Gut. Übrigens, Leute, ich möchte schon mal sagen, herzlichen Dank für über 2500 Abonnenten. Das ist ein Wahnsinn, ist das. Ja, Special Video, muss ich mir noch überlegen, was ich mache. Weiß ich noch nicht. Das kommt aber sicher demnächst irgendwann einmal. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Weil wie gesagt, ich muss mir erst überlegen, was und ja, schauen wir mal. So, wir brauchen einfach mal zwei Ignition Module. Und wir brauchen die Zündkabel Front, aber auch Rear. Gut, dann bauen wir das Zeug nochmal ein. Vielleicht haben wir Glück und es liegt nur daran. So, Einbaumodus. Sag jetzt nicht, das war okay. Und ich habe gerade umsonst welche gekauft. Oh. Nur das eine war kaputt. Naja, okay. Gut, schauen wir mal, ob es daran lag. Ja, daran lag's. Dann schmeißen wir die Abdeckung noch drauf, drehen wir da ab. Deckel drauf, Affe tot, wieder schauen. Nächster Patient, bitteschön. So, den hätten wir erledigt. Jetzt haben wir umsonst Geld ausgegeben, das ist blöd. Naja, egal, vielleicht brauchen wir das Ignition-Modul nochmal. Make car drive able, test car und diagnostic path, na gut. Er hat das Auto sehr günstig gekauft, aber mit einem unvollständigen Motor. Wir sollen die fehlenden Teile einbauen und dann am Diagnosepfad das Fahrzeug prüfen. Na gut, dann schauen wir mal, was alles fehlt. Nicht wahr? Also es fehlt auf jeden Fall der Schlauch. Ignition Modul ist da. Zündkabel fehlen. Wie viele Kerzen fehlen? Drei Kerzen fehlen scheinbar, oder? Also die Kamerasteuerung ist echt ganz toll. Die ist die tollste Kamerasteuerung, die ich je gesehen habe. Gut, wir brauchen drei Zündkerzen. Wir brauchen Zündkabel. Wir brauchen den Schlauch. Wir brauchen einen Starter scheinbar. Ja, einen Starter brauchen wir und eine Batterie brauchen wir auch. Gut, dann gehen wir mal einkaufen, würde ich sagen. Lala. So, schauen wir mal.
Carparts Shop, wir brauchen, was haben wir gesagt? Airflow Tube, die brauchen wir auf jeden Fall einmal. Dann brauchen wir eine Batterie. Hören wir mal weiter, was brauchen wir noch? Da brauchen wir nichts. Gearbox haben wir. Gearbox, Ignition, Wires waren das, die brauchen wir. So, schauen wir mal, ob wir noch was brauchen. Ja, einen Starter brauchen wir, gell? Starter brauchen wir und Zündkerzen brauchen wir dreimal. So, das sollte eigentlich einmal das erste fürs erste alles sein. Außer wir, und wir finden noch was. Oh, zum Beispiel eine Lichtmaschine. Batterie. Dann brauchen wir das da, dann brauchen wir die Zündkerzen. Drei Stück. Die Kabel, die wir auch gekauft haben. Der hat sich aber ganz schön bescheißen lassen. Kauft ein unverständiges Auto, mein. Sowas würde ich nie machen in meinem Leben. Also, ich für meinen Teil. Wir brauchen noch eine Lichtmaschine und den zugehörigen Riemen brauchen wir auch noch. So, das heißt, wir brauchen einen. So, wie heißt das Ding auf Englisch? Ja, es wird echt Zeit für. Zahnbeutel ist der falsche, wir machen den anderen. Starter, Spark Plugs, Serpentine, den brauchen wir. Und wir brauchen noch eine Lichtmaschine. Heißt der nicht Alternate auf Englisch? Du müsst unter A sein. Alternator, na bitte. Da hätte ich jetzt lange suchen können. So, ist er jetzt komplett oder fehlt noch was? Nee. Komplett ist er mal. Ja, wollen wir. Na gut, dann machen wir noch die zweite Aufgabe. So, einmal die Vorderräder. Also Bremsen müssen wir ja auch noch. Bremsen sind okay. Vorne zumindest. Wie schaut es hinten aus? Gut, die Bremsen sind in Ordnung. Schauen wir mal, wie es ums Fahrwerk bestellt ist. So, jetzt kratzt es mich ein bisschen im Hals. Auch angenehm. Während der Aufnahme. Okay, auch das ist in Ordnung. Komm schon, Spiel. Hallo, danke. Dich an der Stelle, glaube ich, immer gestürzt ab. Ja, ich würde sagen, damit sind wir dann auch schon fertig, oder? Genau, bevor wir es aber abgeben. Wir haben wieder ein bisschen Geld auf der hohen Kante, wir können uns wieder 13.920 haben wir. Learning Books. Was nehmen wir denn? Was ist denn sinnvoll? Master of Commerce, naja, bekomme ich Beitrag Mechanik, das ist eher wurscht. Mehr Geld braucht, das ist glaube ich immer eine gute Idee. Und nehmen wir das noch dazu. So, dann klick. Und besuchen sie uns bald wieder. Weil mich auch jemand gefragt hat, wie viele Aufgaben dieses Spiel hat oder dieses, ja, das Spiel hat. Es glaube ich sind 75 plus minus ein paar. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube irgendwas so 75 um den Dreh.
So, Aufgabe Nummer 43, also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Check the brakes. The brakes on this car have completely failed. Perform a general inspection of the brakes, please. Jo, also die Bremsen sind im A und F. Okay, ich weiß nicht, ob du das gehört habt, ich glaube zwar nicht, aber. Ich meine, wir sind auch blöd. Oder ich bin auch blöd. Wieso mache ich nicht einfach Diagnosepfad, dann sehe ich ja welche hin sind. Dann sehe ich ja welche Bremsen im Eimer sind. Welche ich tauschen muss. Press and hold the brake. Vorne ist im Eimer. Okay, rundum im Arsch. Achso, das kann man nicht abbrechen, leider. Einmal durchschütteln, bitte. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, das Fahrwerk hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Aber es ist noch halbwegs okay. Na gut, dann wissen wir jetzt zumindest, dass die Bremsen rundum im Eimer sind. Ja, dann schrauben wir halt ein bisschen, ha? So. Achso, ich wollte eigentlich das einschalten. Ich würde sagen, da sind die Bremsen und die Beläge im Eimer. Also die Bremsscheibe und die Beläge. Schauen wir, ob da auch alles hin ist. Nö, da ist wieder da. Ach Gott. Gut, dann machen wir es anders. Weil ich weiß nicht, ob sie den Fehler schon gefixt haben. Es gab nämlich mal das Problem, das brauchen wir auch. Wir brauchen eine zweite Scheibe auf jeden Fall. Wir brauchen zwei Belege einmal fürs erste. Das Spiel erwartet an der Stelle, wie soll ich sagen, dass da ein 100% Teil ist, und wenn ich das jetzt falsch zusammenbaue, dann meckert er oder dann erkennt er das nicht, dass ich es eigentlich erledigt habe. Deswegen mache ich jetzt eigentlich einen Rad nach dem anderen. So, da weiß ich jetzt im Moment noch, dass die. So, zuerst den da, und dann den da. So, Nummer 1. Kommt er mit dem Schrott. Ja, wenn man das an die falsche Stelle ist, wenn ich die Belege jetzt vorne drauf geben hätte, statt hinten, dann hätte er wahrscheinlich das gar nicht erkannt, dass ich es getauscht habe. Er erwartet ein Teil mit 100%. Und deswegen hätte er es dann nicht anerkannt, dass es repariert ist. Und er hätte mich die Mission vielleicht nicht abschließen lassen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sie diesen Fehler schon mit irgendeinem Patch behoben haben. Wir spielen jetzt nämlich im Moment die Version 1.07. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das bleibt da, das kann weg, das kann weg, das kann auch weg. Nein, das bleibt da. Vielleicht brauche ich es noch. So, die erste Seite ist einmal fertig. Jetzt werden wir uns die zweite Seite gleich nochmal anschauen. Ja, und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sie das mit irgendeinem Patch schon behoben hätten. Und ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass ich dann das neu starten muss, eben aus diesem Bug, aufgrund dieses Bugs. Und deswegen machen wir es lieber so. Ein Rad nach dem anderen, das heißt, wir brauchen da Brake Pads und Disc. Und ich renne schon wieder. Ich renne jedes Mal auf die falsche Seite. So, Brake Pads einmal, zweimal,
Deine Disk. So, na komm, akzeptier's. So, das haben wir auch. Und das zu guter Letzt noch das. Was brauchen wir da? Na, da brauchen wir nur die Scheibe. Aber trotzdem müssen wir alles abmontieren. Schon wieder fast auf die falsche Seite gelaufen. So, eine Scheibe haben wir gesagt, brauchen wir da. Zack, einmal. Na komm. Mein Gott. Ja, ich hoffe, das ändern sie noch mit irgendeinem Patch, wenn sie es nicht eh schon gemacht haben. Ja, wenn nicht, ist auch nicht so tragisch, weil ich spiele es wahrscheinlich eh nicht mehr allzu lang. So, haben wir alles? Ja, wir haben alles. So Leute, und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.